Hallihallöchen und willkommen hier mal auf einer wunderschönen Map. Ich muss mal gucken wegen der Sichtweite, weil das ist hier, ja. Okay. Hier auf dieser Map, das ist die Map Sky Grid. Und ja, wie man sieht, hier schweben alle Blöcke so ein bisschen in der Luft und es ist eine Survival-Map und ich habe gerade ein bisschen Langeweile, deswegen nehme ich jetzt auf. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir an, erstmal ein bisschen Holz kloppen. Ich hoffe, dass ich nicht gleich verrecke. So. Also, es geht halt in der Map hauptsächlich darum zu überleben. Hier gibt es auch überall mal Chests. Nein! Scheiße. So, da hoch komme ich jetzt zum Beispiel schon mal nicht mehr. Es sei denn, ich baue mich dann später hoch. Melone! Ich mache noch ein bisschen Musik dazu an. Ich hoffe mal, das ist nicht zu laut. Kleinen Moment, wartet kurz. Das ist nur ganz leicht im Hintergrund. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich habe extra die Grafikstärke auf normal halt runtergesetzt. Weil ansonsten ist das hier auf dieser Map kaum zu schaffen. Und ja, erstmal Holz kloppen. Und Wolle, 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 Wolle. Okay. Also es ist... Also wer die Map haben will, ich packe sie nochmal als Download in die Beschreibung. Also... ja, nichts für schwache Nerven, würde ich mal sagen. Ja, also erstmal ein bisschen Holz kloppen, wie eigentlich im normalen Minecraft auch. Da drüben ist ein Pilz. So. Auf jeden Fall sieht das schon geil aus, wenn man sich das mal hier anguckt. Also ich, wer so viel Langeweile hat, möchte ich gar nicht drüber sprechen. So. Ich suche nach Chests. Ich habe jetzt keinen Optifine drauf, sonst könnte ich mal gucken. Ich würde sagen, einfach mal in die Richtung gejumpt und mal geguckt. Oh, nein! Ich bin nicht gerannt. Es hat geleckt. Scheiße. Das ist halt das Problem bei der Map. Deswegen spiele ich ja auch auf Sichtweite nur normal. Weil, man braucht gar nicht so viel. Oder kann ich sogar noch eins weniger? Gering. Ich spiele jetzt mal kurz auf... Scheiße! Oh fuck. Okay, ich würde jetzt mal behaupten, das Beste wäre jetzt wirklich erstmal Wolle suchen und danach eine kleine Base bauen. Na komm, geh kaputt, du Ding. So. Laub, Holz, Wolle. Huh. Oh Gott. Nein! Oh, ich raste nochmal aus hier. Scheiß Map. Was wolle. Ja, nochmal zum Texture Pack. Ich spiele mit dem Herr Sommer Texture Pack diesmal. Ein wenig anderes. Das hat damit zu tun, weil ich normalerweise auf der Pre-Release spiele. Deswegen kam auch in letzter Zeit kaum Videos. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich... ich jetzt keine Videos machen, mache ich einfach mal eine Abwechslung, weil ich hatte jetzt im Moment, muss ich ehrlich sagen, keinen Bock auf das Minecraft Let's Play. Und weil ich ja sehe, was in der Pre-Release alles möglich ist. Setzling, Feuerzeug, Durchwohner und Garterschaft. So, das bringt mir jetzt natürlich eigentlich gar nichts. Habe ich drei Wolle? Nein, natürlich nicht. Mir fehlt eine da sein. Also man kann auch unten dann aus der Welt rausfallen. Das heißt, man muss hier wirklich gucken, wo man bleibt. Auf jeden Fall ist hier genug Zeug da, dass man auf jeden Fall lange überleben kann. Da oben ist auch zum Beispiel Diamanterz. Wo war's jetzt? Wo war's jetzt? Ich hab's eben gesehen. Da. Huch, da. So. Ja. Puh, ist hier noch irgendwas
Chest oder sonst was. Wir sind auf Ebene 162. Mhm. Ja, ganz schön runtergefallen. Au! Scheiße! Ich wollte springen. Chest. Oh mein Gott. Okay, wir müssen aufhören. Scheiße! Ey! Verdammter Mist! Ich raste leer aus, das ist ein Chest. Hol ich mir jetzt das und oh, was? Okay, noch ein weiter. Okay, dann baue ich jetzt auch hier. Ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Ich gucke jetzt mal, was in der Chest drin ist. Aha. Eine Uhr! Oh mein Gott, wie fortschrittlich! Und ein Diamanthorn. Dann legen wir auch gleich mal an hier. Eisenbeinschienen und hier so ein Diamantharnisch. Und jetzt da ist Wasser, dann werde ich da bauen. Nicht nur darüber kommen. So. Ha. Oh, das Holz baue ich mal noch ab. Vorher aber, ich habe Erde, Stein. Nehme ich jetzt mal den Stein, weil mit dem kann ich mir am wenigsten anfangen. Baue ich dann mit dem darüber. Holz. Yep. Ich will springen, scheiße. So, dann können wir mal anfangen, eine Plattform zu bauen, ne? Hier mit 40 Cleanstone. So. Ja, das wird schön. Das wird schön. Hier nochmal. Haben wir nochmal 28, 27, 25, 23. Wenn schön mir genug. Lass ich den Sand jetzt mal runterfallen? Ja, komm. Ich mache das jetzt mal zu einer einzelnen Wasserquelle. Ich hoffe, wir sind jetzt in keinem Schneebien. Ja, doch Schneebien mehr. Ansonsten könnte es sein, dass das Wasser zufriert, ob wir jetzt Blöcke drüber haben. Da eigentlich nichts passiert. Nein! Mist. Zu schlecht. Nein. Okay. Machen wir uns jetzt erstmal hier so einen kleinen Safe. Werkbank. Oh, ich krieg meine Items an. So. Dann machen wir uns mal hier eine Schapizake. Kloppen uns mal hier so ein Steinchen. Achso, ich wollte mir noch einen Chest. Nein! Was ist das? Jetzt habe ich nicht genug Zeug für eine Chest. Au. Hup. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd zu schwimmen dank dem Stein hier. Können wir jetzt höchstens mal probieren, wenn ich mich jetzt hier drauf stelle. Und dann, ja, das ein bisschen hinkriege, muss ich genau das machen. So, Kohle müssen wir uns dann auch noch holen, es wird schon dunkel, das ist perfekt, da können wir nämlich gleich pennen gehen dann. Das reicht doch genau, hahaha, Mensch, sind wir gut. Ach Quark, was mache ich denn? So, einmal eine Chest und dann noch einmal ein Bettchen. So. Chest. Bett. Ah nee, da will ich nicht umstellen. Nicht runterfallen, Bett. Das ist das Einzige, was mir im Leben wichtig ist. So, dann können wir jetzt erstmal hier. Oh, wir haben schon Lava-Eimer. Gut. Hep. Ja, pennen. So. Was brauchen wir denn? Der Holzspitzhacke. Das passt gerade zu der Musik hier, diese Map. Moment, hatten wir nicht? Ja, wir haben Erde. Gehe ich jetzt mal hier runter und baue hier unten mal eine zweite Untergrundplattform, wo wir dann Erde haben. Das war nach hier so dann. So. Können wir dann hier nämlich Bäume anpflanzen? Oh mein Gott. Das bringt mich was zum Ausrasten. So. Waren wir hier an der Chest schon? Ja, ne?
müssten wir eigentlich gewesen sein. Also wir haben geschlafen, das heißt, wenn wir jetzt sterben, ist nicht so schlimm. Doch, ist es. Es ist im Moment noch sehr schlimm. Weil wir im Moment schnell und locker sterben können. Wenn wir sterben. Hier das dabei. Und da ich jetzt einfach mal hier losspringe, einfach nur. Oh mein Gott! So, dann weiter geht's hier mal ein paar Ebenen tiefer. Merken wir uns mal, hier oben ist die Plattform, sieht man ja auch so ein bisschen. Und dann, was brauche ich denn Holz? Oh! Oh mein Gott, scheiße. 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 Ich will die Kohlen. Aber ich bin noch nicht gestorben. Das letzte Mal bin ich direkt neben dem Spawnblock gespawnt. Bin so tief gefallen, dass ich... meine Kohle. Dass ich gleich nach unten fallen bin und tot war. Das war natürlich nicht so toll. Ach ja. Das war schon zwei Kohle. Erde, Stein. Wenn wir dann mal einen Cobblestone Generator bauen, dann brauchen wir da auch noch ein bisschen Zeug. Was sehe ich da? So, okay, noch dreimal erstmal. Zwei, drei. Oh mein Gott. Ein Tintenfisch-Spawner und ein Slime-Spawner. Yay! Wo war jetzt die Chest? Ich sehe sie nicht mehr. Da. Und dann ist das leere Wasserteil, Alter. Ich bin so glücklich. Lass mal in Sicherheit bringen, das Zeug. Das ist ja immer das Wichtigste mit, dass man das Zeug dann auch wieder in Sicherheit bringt. Ist das sogar ein Eisen? Was? Wie geil. Okay. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Zeug. Ich schwimme hoch zur Plattform. Das dauert eine Weile. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal. Oder? Moment. Moment, ich habe eine Idee. Nein! Oh, eine Blume. Ah, die soll mir jetzt erstmal egal sein. Weil jetzt kommen wir erstmal schneller nach oben, das ist wichtig. Oh mein Gott, dauert das ewig. Na! Ich sollte lieber nach unten gucken, das ist immer mein Fehler. Ich gucke nach oben. Scheiße, ey. Oh mein Gott. Sieh, komm, sieh, nein. Du sollst da hoch? Wollte schon sagen. Lass mich verarschen. Kommt der da nicht hoch? So, wir haben einen Slime-Spawn-Ei. Was haben wir jetzt alles schon? Zombie-Schwein, Gas, Schleim, Setzling, Holz, Pflasterstein. Wir können uns schon mal eine Steinspitzhacke machen. Das ist schon mal sehr wichtig. Wir haben ganz viel Holz gefunden. Und einen Sattel! Mensch, wofür brauchen wir einen Sattel hier auf dieser Map? Wenn das Schwein eh nur die Klippe runterspringt. Verdammt, ey. Ja. Ich würde sagen, erstmal brauche ich jetzt Zeug, was nicht brennt. Ich glaube, ich springe nochmal hier in die Richtung ein Stück. Ach ne, komm ich da? Scheiße! Den Block, den hab ich abgebaut. Nein. Okay, okay, gehen wir nach hinten. Und wir sind tot. Scheiße! Wo sind wir jetzt gestorben? Da! Scheiße! Oh, das Zuckerrohr! Meins!
Ja. Ach komm, weißt du was, das nehme ich jetzt mit. Ich glaube, die Chest hatten wir noch nicht gesehen, ne? Natürlich nicht! Und da haben wir gleich Pflasterstein für einen Cobblestone Generator! Und da fällt das Zuckerrohr schon so vom Berg runter, weil es sich ärgert, dass wir jetzt das Zeug gefunden haben. Wären wir nicht gestorben, ne? Dann wären wir nie auf die Idee gekommen. Ach ja. Das Wolle. Wolle. Diamant! Wolle! Jetzt muss ich nur wieder versuchen, dieses Loch zu treffen. Was bei mir bekanntlich ein Problem ist. So. Hahaha. Geschafft. Gleich auf Anhieb. Das ist doch mal... Tintenfisch! Mit einem Tintenfisch kann man so viel machen. Mit einem Holzschwert vor allem. Okay, einen Stock haben wir auch noch. Dann baue ich jetzt erstmal den Cobblestone Generator. Dafür muss die Lava. Jetzt muss ich überlegen. Hier flüge ich das Wasser hin. Das fließt automatisch da rein. Das heißt, hier muss dann 1, 2, 3. Komm mir du jetzt her. Dankeschön. Dann Lava-Eimer. Oben an die Wolle baue ich mal zur Sicherheit einfach mal hier so. Wolle weg. Hahaha, ja. Es klappt. Gut, dann Steinspitzhacke. Und jetzt kommt das Langweilige wie bei Skyblock. Cobblestone Farmen.